Willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Mir Shadowfeld und meinem Teammate. Maincoin, hi. Oh. Das letzte Mal haben wir unser Schiff endlich bekommen. Yeah! Wir können durch die Galaxis cruisen. Und wir haben herausgefunden, wir haben sowohl Yuan geheilt und wir haben auch herausgefunden, dass sie nicht die einzige war, die betroffen ist. Juhu. Ja. So. Das heißt, wir müssen mal wieder die Welt retten. Natürlich, wie immer, diese Galaxie. Aber bevor wir es hier weiter mit Holo-Terminal machen, ich habe gesehen, ich habe noch ein Gefechtsgeschick bekommen. Was machen wir denn da Schönes? Ich auch. Lesen wir mal gerade den ganzen Spaß durch. Machtbetäubung, Genetikkampf. Alles nur passive Sachen hier. Ja, gut. Doppelschlag. Die reizen mich jetzt nicht so besonders, muss ich zugeben. Nee, die in der ersten Reihe sind jetzt auch nicht so geil. Kann machen, dass ich weniger Schaden bekomme. Ziele dich einen Drehtritt oder durch Machtbetäubung kontrolliert sind, erleiden 5% zusätzlichen Schaden. Was ist denn Drehtritt? Oh, was ist ja. Was ist denn Drehtritt? Tritt. Mann. Okay, ich weiß nicht, was Drehtritt ist, aber ich weiß, was Machtbetäubung ist. Und dadurch kriegen sie 5% mehr Schaden aus allen Quellen, was an sich doch ganz geil ist. Da ihr in der letzten Folge nicht gesehen habt, wie das Schiff aussieht, laufe ich hier gerade ein bisschen rum, um es euch zu zeigen. Mhm, mach ich auch gleich mal. Also, ich hab bei mir die Katze drin gelassen, ich glaube, er hatte sie ausgeschnitten. Richtig. Mit dem Druiden. Er hat uns hier einmal rumgefüllt, also ich glaube, ich brauche es bei mir jetzt nicht. Aber ich habe gesehen, wir haben Post und du hast gar keinen Briefkasten auf deinem Schiff, ne? Das ist richtig, wir müssen erstmal... Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen das Holo-Terminal und gehen dann endlich mal zum nächsten Planeten. Die Leute warten doch. Ja, dann los geht's. Korusan Traumhafenleitung, bitte kommen. Habe ich Starterlaubnis? Wir haben eure Abreise erwartet, Jedi. Guten Flug. Das war's jetzt. Das war's. Also ganz ehrlich, das hätten wir in der letzten Folge auch noch zunehmen können. Kann ich doch nicht wissen. Ich sehe gerade, ich habe ein neues Lichtschwert bekommen. Ich auch. Ich überlege nur gerade, ob es besser ist. Also ich muss auf jeden Fall den neuen Kristall einbauen bei mir. Dann machen wir den mal raus. Und rein. So, ist es jetzt besser? Oh. Es ist tatsächlich besser, jawohl. Ich habe auch die ganzen Verbesserung, die ich ja jetzt hier reinmachen kann. Ja gut, theoretisch auch nicht. Das neue Ding. Wir machen das so. Also wir hätten jetzt die Auswahl, nach Nar Shaddaa zu gehen oder nach Taris. Aber chronologische Reihenfolge wäre eigentlich Taris. Dementsprechend gehen wir zuerst eigentlich dorthin. Und Nar Shaddaa wäre ja so ähnlich wie Coruscant. Und das will mal was anderes sehen. Ja. So, ich blende erstmal die Nar Shaddaa-Mission aus und dann setzen wir uns ganz stylisch auf den Stuhl des Captains und fliegen nach Taris. Let's go. So, solange wir auf dem Stuhl sitzen bleiben, wird dann auch instant automatisch die Cutscene starten, sobald wir angekommen sind. Wusch. Und jetzt startet sie. Bei mir auch. Von euch zu hören. Der Rat hat eure Ankunft auf Taris bereits gespürt. Eine faszinierende Welt. Ich habe nur Gerüchte über eine schreckliche Katastrophe gehört. Nein, vor Jahrhunderten war Taris wie Coruscant eine lebendige Welt. Dann zerstörte ein mächtiger Sith Lord an einem einzigen Tag die Städte des Planeten. Sie wurden zu dunklen, schmutzigen Sümpfen. Doch die Republik baute sie mit der Hilfe von Meister Sin Tykan wieder auf. Meister Tykan kennt diese Wildnis sehr gut. Wir bekamen regelmäßige Berichte von ihm, aber jetzt ist er verstummt. Ihr denkt, dass Meister Tykan an derselben Krankheit wie Meisterin Yuan Par leidet? Wir befürchten es, ja. Meister Tykan arbeitete eng mit seiner Padawan-Schülerin zusammen, Aris Voranel, und mit einem Captain der republikanischen Expeditionstruppen, Captain Nelex. Aris und Captain Nelex sind in der republikanischen Basis. Sie sollten bei der Suche nach Meister Tykan helfen können. Wir werden sehen, was wir für Meister Tykan tun können. Wenn Meister Tykan krank ist, schützt ihn, wenn möglich, und versucht mehr über diesen Seuchenmeister herauszufinden. Wir warten auf euer Wort. Viel Glück. Okay.
Sehr gut. Ich hoffe, Sie essen regelmäßig, wenn Sie nicht auf dem Schiff sind. Vielleicht sollte ich Ihnen immer einige unverderbliche Mahlzeiten mitgeben. Ja, alles gut, C2, du brauchst mir nichts zu essen mitgeben. Oh, jetzt sehen wir die coole Landeanimation von Taris. Wie er schon sagte, ein faszinierender Planet. Allein, wenn man Knights of the Old Republic gespielt hat, der weiß, was mit dem Planeten passiert ist, da man es im Spiel selbst erlebt, wurde der Planet von einer Flotte Sith-Schiffe angegriffen, vollkommen verwüstet, nur weil der Sith-Lord, der es befohlen hat, einen Jedi töten wollte. Und eines Jedi hat er den gesamten Planeten zerstört. Das ist schon heftig. Der ist, ich finde auch die Geschichte von Taris faszinierend. Ja. Wie sie versuchen, den Planeten wieder aufzubauen. Einfach nur krass. So. Jetzt, wo bleibst du? Ich bin gleich da. Ich warte vor dem Eingang auf dich. Oder Ausgang, whatever. So. Hallo. Hallo. So. Also normalerweise würden wir jetzt die Heldenmissionen machen, damit wir schon ein bisschen XP und Gear bekommen, um besser voranzukommen. Doch wir haben beschlossen, das erst nach dieser und vor der nächsten Aufnahme zu machen. Ja, dass wir nicht so viel schneiden müssen. Genau, wir machen es einfach einfach. Ja, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ah, wir kommen auf Taris. Man sieht, vollkommen zerstört und ich bin Level 20. Nice. Perfekt. Schau dir mal diese Verwüstung an. Ey, das ist krass. Das ist krass. Oh, ich habe zwei neue Fähigkeiten bekommen. Beides hier die Schattenfähigkeiten. Einmal Massengedankenkontrolle zwingt alle Gegner im Umkreis von 15 Metern dich 6 Sekunden lang anzugreifen, wenn Kampftechnik aktiviert ist. Wenn Kampftechnik nicht aktiviert ist, wird die Bedrohung bei allen aktuellen Gegnern sofort reduziert. Spielerziele verursachen 6 Sekunden lang 30% weniger Schaden, wenn sie dich nicht angreifen. Und Gedankenfalle bringt das Ziel durcheinander und macht es 60 Sekunden lang verwirrt und handlungsunfähig. Schaden beendet den Effekt vorzeitig. Die Fähigkeit kann nur im Tarnmodus und nicht im Kampf eingesetzt werden. Es kann immer nur ein Ziel unschädlich gemacht werden. Kann nicht gegen Druiden eingesetzt werden. Ein langer Tooltip, ey. Ne. Ja. So, worum ist denn? Sekunde, ich will erstmal kurz hier sortieren. Wer? Da. Okay. Captain Nelex, der ist irgendwo da unten. So. Aber man sieht, die haben schon so ein bisschen was wieder aufbauen können, wenn auch nicht viel. Wenn es so eine kleine Basis haben sie hier schon mal. Immerhin etwas. Ja. Und das ist der falsche Raum. Warum fahre ich denn hinterher? Weil du selbst nicht auf die Karte guckst. Ja, ich hab das Interface weggemacht. Ach so. Aber ja, so. Im Prinzip habe ich auch nicht auf die Karte geguckt. Sag ich doch, also. Ui, schöne Basis. Ja, ganz. Sagen. Das ist verrückt. Wir hätten jede ungewöhnliche Aktivität von Meister Tykan bemerkt. Aber der Rat befiehlt, dass wir... Da ist er ja, genau rechtzeitig. Ich bin Captain Nelix, republikanische Expeditionstruppen. Diese Begegnung ist mir ein Vergnügen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Meine Männer werden froh sein, dass noch ein Jedi hier ist. Meister Tykan ist eine große Hilfe. Das muss eine Verwechslung sein. Mein Meister ist ein berühmter Kalisch-Scout, ein begnadeter Fährtenleser. Ich, Padawan-Schülerin Aris Voranell zu euren Diensten. Ich muss euren Meister sehen, Aris. Wenn er krank ist, wird ihn nur die Macht heilen können. Aber genau das verstehen wir nicht. Meister Tykan ist überhaupt nicht krank. Sie hat recht. Als sich der Rat gemeldet hat, war Meister Tykan gerade auf eine Forschungsexpedition aufgebrochen. Falls er uns hintergangen hat, wäre uns das neu. Ich möchte mir persönlich ein Bild von Meister Tykan machen. Sicher. Der Rat hätte euch nicht geschickt, wenn auf seine Informationen kein Verlass wäre. Wie dem auch sei, Meister Tykan möchte euch sicher ebenfalls sehen. Ich versuche, ihn zu erreichen. Captain Nelex, wir brauchen Unterstützung. Sie sind weg, Sir. Alle weg. Captain, empfangen Sie mich. Was zur... Das ist die Expeditionswache. Sergeant Valoy, wo ist Tykan? Es muss einen Unfall gegeben haben. In diesen Ruinen kommt es dauernd zu Einstürzen. Wir haben keine Funkverbindung mehr. Dem Team geht es vielleicht noch gut. Ich organisiere ein Rettungsteam. Nein, verdammt. Ich krieg sie da nicht rechtzeitig raus. Holt erstmal Tiefluft, Captain.
Ich bringe euch diese Männer unversehrt zurück. Ja, natürlich. Ich danke euch. In der Zwischenzeit stelle ich ein Team zusammen. Hier, nehmt diese Expeditionskarte. Sie wird euch leiten. Passt auf euch auf. In diesen Sümpfen gibt es mehr als nur Dreck. Meister Tykan ist auch da draußen. Ich hoffe, die Macht beschützt euch beide. Um Taris Willen. Okay. Interessant. Ja, mal sehen, was für uns... Wenn man sprechen könnte, wäre das natürlich noch angenehmer. Mhm. Was für Gefahren uns da draußen in den Sümpfen erwarten. Let's go. Wo geht's hier raus? So wie du reingekommen bist. Wäre vielleicht so eine Idee, würde ich behaupten. Orientierung wie eine tote Ratte. Das ist echt unglaublich. Schaffst du es, oder? Nee, ich hab's. Ich krieg's hin. Hey, ich sehe schon, du kommst mir langsam näher, ne? Wärmer. Warm. Hey! Heiß. Okay, let's go. Weiß gar nicht. Bringt's da ein Taxi zu nehmen? Ich weiß gar nicht mehr, wo die hinfahren alle. Müssen mal gucken, ob das was bringt, aber ich würde sogar, glaube ich, eher sagen. Bisschen Roulette, oder? Hm? Bisschen Roulette gucken, wo wir ankommen. Ja. Alles war witzig. Randomizer fürs Taxi. Ja. Und nur einmal pro Stunde nutzbar. Ja. Das kann ich auch zu einem anderen Planeten bringen. Das wäre natürlich richtig witzig. Der Weg kommt zur Station Aurek, oder? Ich glaube, das wird sogar tatsächlich was bringen, ja. Da schauen wir uns mal den Sumpf an, wenn wir schon fliegen. Wir müssen leben in der Legende. Wieso? Titel. Achso, ja. Vermächtnistitel. Mhm. Passt doch perfekt fürs Let's Play, ne? Ja. Ah. Ich muss sagen, ich finde Taris an sich einfach einen geilen Planeten. Er ist zwar nicht wirklich hübsch, muss man dazu sagen. aber ja. Ich finde trotzdem das Setting mega cool, so. Und die Geschichte, ich habe das schon, glaube ich, 5-mal jetzt erwähnt, aber trotzdem, die Geschichte, Alter! Du hast es mir, glaube ich, schon privat 10-mal erzählt, so ungefähr 500 Meter 10-mal, 20-mal, als wir hier durchgelaufen sind. Es ist halt einfach interessant. Ja, ist so. So, und wie du siehst, alles zerstört. Alles. Das Witzige ist, besagter Jedi hat das Ganze noch überlebt. Oh, wow. Ja. Stimmt. Oh, ich habe das Eroberungsziel abgeschossen. Um die Belohnung kümmere ich mich aber später. So, dann müssen wir jetzt erstmal ein kleines Stückchen zurücklaufen. Du folgst mir? Sehr gut. Ist das jetzt gut oder schlecht? Momentan noch gut, also wir halten gerade direkt drauf zu. Ja, okay, dann ist gut. Ich habe was im Auge. Scheiße. Ja. Einfach straight geradeaus durch. Das Einzige, was ich auf dem Planeten nicht mag, ist, dass teilweise die Wege so schrecklich sind, dass es gar keinen Spaß macht, da hinzukommen. So. Muss mich jetzt auch gleich mal wieder erst in den Kampfstil aus System gewöhnen. Weil die letzten Tage mal was anderes gespielt hat. Ah, hier ist der Eingang. Aha, ich wusste es doch. Ah, ich bin Ranged. Schon mal gut zu wissen. Okay. Ja, du bist Ranged. Tschüss. Tschüss. Nicht, dass ich später einfach so komplett reinrenne. Würde ich dir trotzdem zutrauen. Jo. Hey. Ja, moin. Hallo. Piraten. Ja, Piraten sind ein großes Übel auf dem Planeten. Alle wollen so irgendwelche alten Jedi-Relikte oder sowas klauen, die es hier überall gibt. So. Was hat denn der kleine Druide zu sagen? Ich muss sie erstmal bekämpfen. Hallo Druide. T8, C3, grüß Jedi. Schadensbericht, gefährlicher Energieverlust. T8 nicht in der Lage, Expedition zu helfen. Frage, Jedi sucht Meister Tykan. Womit genau habe ich es zu tun? T8, Bürgerungsdruide der Expedition. Parameter, Analyse nicht sicher. Expedition von Feinden attackiert.
Meister Tykern ging vor Angriff fort. Meister Tykern Scout-Team Gebiet erkunden. Meister Tykern orientierungslos sucht Erkennungspunkte. Oh Gott! Also so Astrobik-Druiden vorzulesen ist nicht angenehm. Ja. Wo sollte man am besten beginnen? Meister Tykern Scout-Team nicht weit. T8 hat Koordinaten. Meister Tykern Scout-Team haben Fundstücke der Expedition. Fundstücke medizinische Holocrons-Relikte. Meister Tykern Scout-Team Ziel von Feinden. Ja, jetzt. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. T8 mag Jedi. T8 hofft, dass Meister Tykern, verdammte. Nein, das ist Meister Tykern und Scout-Team noch funktionstüchtig. Ey, ey, ey. Wir müssen da oben hin. Wir müssen da Expedition. Komm, du bist da hinten. Gut. Nee, wir können wieder nach Aurek. Da können wir uns hinporten. Dann nehmen wir schnell den Weg zurück. Und, ich sag das gleich mal direkt. Ich lese nur vor, was bei mir steht. Wenn er andere Gesprächsoptionen nimmt, ergibt das meist keinen Sinn mehr. Erstmal bei 1:1 das, was bei mir stand. Nein. Ich sehe gerade, wir haben noch einen Brief. Oh, stimmt, wir haben noch Post. Da war was. Das hat man vorerst noch gesagt. Volle Aufnahme, ey, wir haben Post. Ja. Und wir werden. Ah, oh, von Meister. Ich erhole mich gut. Oje. Willst du vorlesen, oder? Ja, mein teurer Schüler, mein Verstand wird jeden Tag klarer. Sio hat mir von deinen Taten auf Coruscant berichtet. Dieses Schutzritual hat dich und die nötige Kunst allerhand gekostet. Es ist eine kostbare Gabe, doch das ist dein Leben auch. Also sei vorsichtig, dass du dich nicht übernimmst. Ich schreibe dir, weil ich eine Reihe von Materialien gesammelt habe, um dir bei deiner Ausbildung auf Typhon zu helfen. Wegen meiner Krankheit und deinen besonderen Umständen wurden sie nicht gebraucht. Ich schicke sie dir jetzt in der Hoffnung, dass sie dir oder Kaisen nützlich sind. Vergiss nicht, das Bestehen der Prüfung stellt einen Wegpunkt auf deiner Reise als Jedi dar, nicht ihr Ende. Ich muss mich ausruhen. Pass auf dich auf. Meine Gedanken sind bei euch beiden. Yuan. Oh, wie lieb. Ja. So. Dann gucken wir mal, wo diese Expedition hin ist. Immerhin hat T8 uns ein paar Koordinaten schicken können. Das ist aber ganz schön weit weg. Ja. Ja, Taris ist sehr weitläufig. Aber sag mal so, freu dich auf Hoff. Also ich glaube wirklich, Hoff ist so das weitläufigste Gebiet überhaupt. Ich weiß immer noch nicht, was langweiliger ist. Hoff oder... Oder? Oder Tatooine. Ich finde Tatooine gar nicht langweilig. Ich finde Tatooine voll cool. Das ich bin so richtig gern auf Tatooine. Ja, ich hasse Sand. Was mag ich weniger? Sand oder Eis? Eis. Ich hasse es zu frieren. Deswegen hasse ich Winter auch. Was anderes ist einfach nur Sand und warm, das ist halt... Ja. Nee. Vorsicht, hier sind ein paar infizierte Piraten. Ja, die infizieren sich übrigens, mal so als kleines Sidewissen, durch diese Viecher, diese sogenannten Rakghule. Die sind eine von Sith erschaffene Krankheit, welche Lebewesen unwiderruflich in diese Rakghule verwandeln. Die sind blutrünstig und infizieren und töten alles, was auf ihrem Weg ist. Jo, der paced einfach an uns vorbei hier. Hab ich gesehen, Junge. Er hat wohl einen anderen Wegpunkt genommen als wir, aber der ist zu weit weg. Da sind wir dann doch so schneller. Jetzt wollen wir nur nicht unbedingt hier jeden Piraten auf Taris pullen. Okay, den ganzen Planeten einfach mal pullen. Ja. Also da komme ich vorbei. Nee, einfach hoffen, dass ich nicht abgemountet werde. So, weißt da du, oben. Bist nur du abgemountet. Ja, yeah, weil ich immer pulle. Das ist richtig. Achtung, links. Rechts. Ist rechts schwäche? Ja, so ein bisschen. So. Was haben wir jetzt hier? Ui. Hier brennt's ein bisschen. Wollte gerade sagen. Da vorne ist jemand. Wo? Da ist ein Doktor. Ah, da ist ein Doktor. Oh. Den geht's aber nicht gut, ey. Den sterben seid. Ui. Hilft mir. Ich kann sie alleine du nicht hast befreien. Da was auf dir liegen. Ja. Komm. Wir machen mal hier einen auf Mike Tyson. Auf Greg. Ja. Da unten ist so eine jemand, oder? Ui, denen geht's aber nicht gut da. Da krabbelt einer und liegt unten. Ja. Okay. Alle anderen sind. Wir sind als Einzige übrig. Hilfe! Diese Hitze! Ich brenne! Hilfe! Helft mir! Wir denken. Eine Sorge. Der Macht.
Ich werde nicht zulassen, dass euch Leid geschieht. Das war die falsche Antwort, die ich gerade gewählt habe. Ah, komm. Hoch mit dir, Kollege. Hui, er kann fliegen. Gehört ihr zu den Jedi? Bitte, rettet Laria! Du fragst jetzt, ob wir Jedi sind? Die medizinischen Daten darauf könnten Millionen retten. Wir müssen sie bewahren. Laria sterben zu lassen, wäre Verrat an dem Orden, der hinter den Holocrons steht. Das ist die Frau oder die Holocrons? Ich gehe ja so ein bisschen auf die dunkle Seite, aber... Ich hab die Frau gerettet. Also, ich mach's sie auch. Schwebt gerade. Ups! Das war knapp. Die Holocrons sind verloren! Ihr Narr! Was habt ihr getan? Mein Leben gerettet, Doktor. Ihr hättet mich sterben lassen. Und Tykan wollte uns ohnehin töten. Wow, 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 what? Ich hätte gerne eine Erklärung, was hier los war. Wir führten gerade Kontaminationsmessungen in den Ruinen durch. Doch dann fanden wir die Holocrons und beschlossen, sie sofort zu bergen. Und auf dem Weg zurück lockt uns Tykan in eine Falle, zündet die Sumpfgase an und sieht zu, wie wir verbrennen. Meister Tykan geht es schlecht. Er ist nicht bei sich. Haarscharf kombiniert, Jedi. Tykan hatte auch etwas Weisheit für uns übrig. Tykan sagte, er würde uns für die Zerstörung von Taris bestrafen, was Jahrhunderte her ist. Und dass alle von der Kreuzung auch bestraft würden. Die Kreuzung ist eine alte Säuberungsanlage, die von der Republik nachgerüstet wurde und jetzt gefährliche Gase aufbereitet. An der Kreuzung arbeiten Hunderte von Leuten. Wenn Meister Tykan etwas plant? Ich werde verhindern, dass Tykan noch jemanden verletzt. Ich verspreche es. Wir kehren zur Basis zurück. Macht euch keine Sorgen. Danke, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Unterschätzt Tykan nicht. Der Mann ist gefährlich. Oh, Holocron. Bei mir gleich. Jetzt. Jedi, wir haben eben eine Übertragung von der Expedition erhalten. Sie sagten uns, dass ihr sie gerettet habt. Aber der Rest ergab keinen Sinn. Tykan hätte sie angegriffen? Nur ein paar Überlebende? Von einem 12-Mann-Team? Sagt mir, dass das nicht wahr ist. Unglücklicherweise ist der Großteil der Expedition ums Leben gekommen. Und Meister Tykan ist dafür verantwortlich. Nein! Was ist, wenn er sie nur in Sicherheit bringen wollte? Sie haben nicht auf ihn gehört und sind alleine davon gezogen. Es ist ganz natürlich, dass ihr euren Meister verteidigt, Aris. Aber ein Jedi muss immer... Aris ist ein bisschen naiv, kann das sein? Little bit vielleicht. Dass er gefunden wird und seine gerechte Strafe erhält. Selbst wenn ich ihn persönlich herschleifen muss. Nein, bitte. Das ist alles nicht seine Schuld. Sie hat allerdings recht. Meister Tykan braucht Hilfe. Die Überlebenden sagten, dass er zur Kreuzung unterwegs ist. Er soll verdammt sein. Die Kreuzung ist eine Gasfalle und es befinden sich lauter zivile Arbeiter dort. Haltet eure Augen offen. Tykan hat die Kreuzung bei seinen Wiederaufbaubemühungen benutzt. Dort gibt es vielleicht einen Hinweis darauf, wie er aufgehalten werden kann. Oh, Scheiße! Wir sind auf die Leertaste gekommen beim letzten Ding. Moment. Bist du durch mit deinem Holocron? Noch nicht. Jetzt. Okay, dann lese ich mal kurz vor, was bei mir am Ende noch gekommen wäre. Bitte verletzt Meister Tykan nicht. Er ist der Einzige, der Taris retten kann. Und er muss mir all dies erklären. Gute Stimme, ne? Ja. So. Okay, ich habe einen Lappenfokus und einen Lappenschild bekommen. Also weg damit. Ich auch. Gut. Ich frage mich, ob wir die nächste Storyline schon ankratzen wollen. Ich überlege auch gerade. Dann wird es vielleicht heute eine kürzere Folge. Oder jetzt auf dem Weg dahin. Oder es gibt zwei, weil wir dann zwei Folgen am 4. Mai hochladen. Stimmt, das war eh der Plan. Ich weiß gerade gar nicht, ob das die Folge für den 4. Mai schon wäre. Warte mal. Also wir haben schon eine für den 4. Mai. Ach ja, stimmt, dann ist das hier die zweite für den 4. Mai. Wir bekommen ja heute die zweite Folge aufs Auge, super. Wie sagen wir immer noch zur Kreuzung?
machen dort dann das Ende. Dann haben wir sicher auch einen geilen Ausblick. So, okay, ja. Nehmen wir aber jetzt, bevor wir jetzt ewig hier durch die Pampa dümpeln. Ja, also. Aurek? Ja. Ich glaube, keiner von uns hat Bock, durch die Pampa zu dümpeln. Ja. Okay, Taxi? Taxi. Taxi. Ich grüße Sie. Ihnen stehen jo. Folgende Routen zur Verfügung. Zur nächsten Wegpunktstation. Und jetzt mal durch die Kanalisationsröhre. Super. Ja. Ah. Und da haben wir die Brellablagerung. Ein riesiger Sumpf. Ja. Schick, ne? Ja. Wunderhübsch. So. Ah ja, die Kreuzung ist da unten. Stimmt. I remember. Ja. Wollte ich einmal in der Richtung gehen, dann warst du falsch. Ja, natürlich. Lass das mir und auch mir das falsch gehen. Okay. Ja. Da lang um die Nexus herum. Und dann. Ich bin 20 geworden. Oh, du bist Level 20? Dann, aber die Fähigkeit ist nicht so spannend. So. So. Lies einfach vor. Rechtfertigen ist einfach, ruft die helle Energie, die dich umgibt, um 40 Macht wiederherzustellen. Ist es nicht schlecht? Ja. Der Einsatz von Rechtfertigen macht dich schläfrig, bla. Ah ja, ja. Du kannst es leben, ne? Oder nee, das verringert inzwischen die Machtregeneration, ne? Dann. Wodurch deine Machtregeneration 20 Sekunden lang um Zeit reduziert wird. Ja. Ja, ist jetzt okay. Ist es für lange Kämpfe, so für Raid-Bosse oder schwierige Dungeon-Bosse, wo mal ein bisschen länger dauern, gedacht. Früher war die Fähigkeit aber so, dass es noch Leben gekostet hat. Wollten wir nicht hier. Achso, stimmt ja. Jetzt war ich schon wieder zu übereifrig. So, erstmal hier, geh weg heißen. Ich brauche ein schönes Abschlussbild. Jetzt steht der in mir drin. Ernsthaft? Ah. So. War meiner. So. Okay. Dann erfahren wir das nächste Mal, was Tykan in der Kreuzung, ich habe gerade den Namen vergessen, vorhat. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo für uns beide da. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye. Tschüss.